Ladies and Gentlemen, nach diesem All-Star-Match, das hätte 10 Minuten Nostalgie verdient gehabt, aber die dann irgendwie dachten, ja, wir sind die All-Stars, wir haben den 16-Karat-Gold-Tag zum Main-Event. Ja gut, da konnte ich auch nicht ahnen. Das nächste Match auf der Card ist ein sehr besonderes Match, wo ich euch weder Teilnehmer sagen kann, noch wir irgendwelche Tippspiele machen können. Das hier wird einfach meine 16-Karat-Gold-Überraschung für euch. Und zwar, Ladies and Gentlemen, reden wir vom, oder eher von der, haltet euch fest, Shortcut to the Top 10 Man Battle Royale! 10 Superstars werden an einer Battle Royale teilnehmen, und zwar werden das 10 Mitkader sein, die bisher keine, beziehungsweise fast keine, On-Air-Aufmerksamkeit hatten. Was so viel bedeutet, wie wir sehen jetzt Superstars, die wir eigentlich noch gar nicht gesehen haben. Oder fast noch nie. Und das ist meine 16-Karat-Gold-Überraschung für euch. Der Sieger dieser Shortcut to the Top Battle Royale wird sich, je nachdem, welches Roster gewinnen wird, ob es ein WWE-Star oder ein ROH-Star ist, einen Title-Shot kriegen für den Intercontinental-Title oder für den Pure-Title. Und das ist quasi ein 10-Mann Royal Rumble. Wir starten mit 2 Superstars und alle 60 Sekunden bei 10 Mann kommen ein neuer Mann herein, bis alle 10 im Ring sind. Und dann, wer zuletzt im Ring steht, gewinnt diese Shortcut Battle Royale. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt so. Ganz einfach, alles random. Keiner weiß, was passieren wird. Das ist der Karat Rumble. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. In dem Sinne, machen wir das. Ich hoffe, es geht alles gut. Wer weiß. Okay. Muss das so sein? Ich muss das überprüfen. Ich glaube, es ist richtig. Moment, was? Ja, es ist okay. Okay. So, was ist denn eigentlich mit Santa Claus los? Hältst du mal die Schnauze? So. Ladies and Gentlemen, eure Shortcut to the Top Battle Royale des 16-Karat-Gold-Tournaments. Ich habe noch ein Ladebildschirm, ich weiß nicht, was kommt. Ich will ja schauen, dass das richtig ist. Es sind eine Menge Calls dabei, deswegen dauert es ein bisschen. Aber Santa Claus war echt gerade unangebracht. Santa Claus, we're ready for you. Im Februar. GG. WP. Und es geht los! Oh shit! Und wir legen los, Ladies and Gentlemen. Die Shortcut to the Top Battle Royale. Und wir fangen an mit Rob Van Dam gegen Kevin Steen. Beziehungsweise Kevin Owens. Ich weiß selber nicht, was hier passiert, Ladies and Gentlemen. Ich weiß selber nicht, was hier passiert. Das ist jetzt alles totally random. Und ja, die Regeln sind klar. Jo, und Fisherman Crusher von RVD erstmal gegen Kevin Steen. Kann man doch mal raushauen. Out of nowhere. Komm, da kennen wir nix. Los geht's. So, und alle, ja, Minute quasi wird ein neuer Superstar dazukommen. Und es wird eben in diesem Battle Royale Prinzip sein. Das bedeutet, der Superstar muss übers oberste Seil nach draußen fliegen und mit beiden Beinen den Boden berühren. Es gibt kein Cover, es gibt keine Submission, es gibt keine Disqualifikation. Es gibt absolut nur eins, und das ist Over the Top Rope. Und da kommt der nächste Superstar. Ich sehe keine Anzeige, ich habe keinen Countdown bekommen, ich habe nur die Fans gehört. Und Superstar Nummer 3 ist Sabu. Und Sabu, oh mein Gott, das ist ja halbe ECW da schon. Okay, und wir möchten ein bisschen Extreme hier in die Battle Royale bringen. Ja, interessant.
Das ist ja interessant. Gut, Sabu macht doch erstmal einen ruhigen da hinten. Das machen wir erstmal. Und ich glaube, oh, Sabu möchte seinen ECW-Kollegen jetzt erstmal rauswerfen. Und Kevin Steen hilft ihm dabei. Aber schau mal an, das macht der Rob Van Dam hier ziemlich clever. Der weiß natürlich, na, wenn einer sich hier befreien, oh stark, wenn sich einer befreien kann, wenn einer weiß, wie er sich davor retten kann, dass er über das oberste Seil fliegt, dann ist es natürlich Rob Van Dam. Unter anderem, das ist doch vollkommen okay. So, schöner Back-Suplex von Sabu. Ich muss sagen, Sabu ist krank gut gelungen, oder? Sabu sieht fast aus, als könnte er da wirklich im Spiel sein. Das ist Wahnsinn. Kevin Steen möchte sich jetzt aber mit Sabu anlegen, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, und der kassiert auch. Gebeck, der Treiber! Und da kommt Superstar Nummer 4. Ich werde keine Anzeigen, halt nichts, ist auch scheißegal. Superstar Nummer 4 ist... Dragon Kid! Und nach der Extreme bringen wir hier noch ein bisschen Luchador Action in den Ring. Dragon Kid von Dragon Gate, beziehungsweise unserem ROH-Roster, ist jetzt dabei. Und Rob Van Dam möchte sich dafür revanchieren, dass Sabu ihn vorher rauswerfen wollte. Aber Sabu schön hier mit dem Shoulderblock in die Magengegend, um das zu unterbinden. Wir wissen, es können nicht mehr als 6 Superstars gleichzeitig im Ring sein. So ist das halt. Technologie ist Technologie. Schöner Alley-Oop hier von Dragon Kid. Und Kevin Steen muss aufpassen, dass er jetzt hier nicht gleich von Sabu eliminiert wird. Aber auch Kevin Steen mit dem Shoulderblock kann das Ganze unterbrennen. Und da kommt Robin mit dem Sunset Flip. Kommt schon der Nächste? Ist es so, als würde ich Musik hören? Ja! Rikishi! Oh, holy shit! Und Rikishi ist im Ring und kommt erstmal mit dem Skycrusher Finale gegen Kevin Steen. Alter, kann man mal machen. Das mit der Gründer, das Gründungsmitglied von Too Cool ist im Ring. Wir haben hier eine schöne Abwechslung. Wir haben Luchadors, wir haben Team Extreme, wir haben Rikishi und wir haben Kill, Steen Kill. Und jetzt will Dragon Kid hier tatsächlich gerade Rob Van Dam rauswerfen. Das funktioniert aber nicht. Ein Superstar kann uns noch gleichzeitig im Ring beehren. Dann muss erst einer eliminiert werden, bis der nächste Superstar kommen darf, leider Gottes. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. So, Whip-In von Sabu gegen Dragon Kid. Da habe ich was gehört. Superstar Nummer 6 kommt und es ist... Es ist Paul London! Holy shit! Wenn wir hier alles zu sehen bekommen in dieser Shortcut to the Top Battle Royale, ist ja jetzt schon eigentlich legendär. Ich sag ja, wir werden ein paar Superstars sehen, von denen wir bisher wohl noch nichts gesehen haben. Und Paul London ist Superstar Nummer 6. Nicht schlecht. So, 6 Superstars sind jetzt im Ring. Wir brauchen jetzt eine Elimination. Und Steen könnte der Erste sein. Rikishi, ein für mich definitiv Favorit hier in dieser Battle Royale. Oh, schafft es, Kevin Steen zu eliminieren. Rikishi eliminates Kevin Steen. Kevin Steen fliegt als Erster raus. Hat auch angefangen in diesem Match zusammen mit Rob Van Dam. Ist vielleicht Rob Van Dam dadurch der Zweite. Und ich glaube, dass Rikishi hier deutlich aufräumen wird. Ne? Also für mich definitiv ein Favorit hier. Der nächste Superstar kann nun also in den Ring kommen. Ja, egal was Rob Van Dam macht, Rikishi fällt einfach nicht. Egal wie viele Dropkicks oder Kicks er versucht, Rikishi steht wie ein Stein. Und Paul London nun in Gefahr, aber auch natürlich... Oh shit, gehen die jetzt zu zweit auf Rob Van Dam, dann wird es das wohl für Rob Van Dam gewesen sein. Die beiden Superstars, die angefangen haben, sind eliminiert. Nein, what? Paul London ist raus. Holy shit, dafür lebt aber noch Rob Van Dam. Paul London war gerade eben, ist gerade eben reingekommen als Superstar Nummer 6 und ist raus. Die 1 und die 6 sind eliminiert. Die 2 lebt aber noch. Und Superstar Nummer 7. Ja, Rob Van Dam zeigt schon, ja, komm nochmal her, wir regeln das hier schon irgendwie. Rikishi jetzt über sowas zu sein. Oh, das ist Neville, beziehungsweise Pack. Pack Nummer 7. Und der möchte natürlich gegen Rikishi direkt helfen. Dann ist nämlich das Monster ein bisschen raus. Aber Rikishi weiß natürlich auch, wie er sich zu wehren hat. Deswegen ist das ja wohl ganz klar. So, Neville möchte sofort Tempo natürlich in diese Partie bringen. Double Team Moves, jetzt Double DDT von Rikishi und Neville gegen Rob Van Dam. Schön gemacht.
So, Rikishi, ja, schön, der Whip-In. Und jetzt muss Neville vielleicht dran glauben, der ist aber gerade reingekommen. Aber nachdem da nicht geholfen wird, kann Neville sie nochmal befreien. Auch Dragon Kid war gerade ziemlich in Gefahr. Und Sabu jetzt hat schon wieder Team Extreme gesplittet. Sabu muss jetzt wohl dran glauben. Rob Van Dam und Dragon Kid arbeiten zusammen gegen Sabu. Neville mit das Hitter Powerbomb gegen Rikishi. Ja, nee, ist klar. Und Sabu kann sich wehren. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wo ist Superstar Nummer 8? Oh, Rob Van Dam geht Risiko ein. Zeigt nicht... Was zum Fick? Zeigt nicht den Super Five Star Frog Splash. War aber gefährlich. Er hätte eliminiert werden können. Superstar Nummer 8 kommt ins Match. In dieser Shortcut to the Top Battle Royale. Und es ist... Matt Sydal! Es ist Matt Sydal! Oh mein Gott, was für... Aber was für geile Leute wir hier gerade drin haben. Neville, Sydal und Rob Van Dam ist raus. Neville auf Top Rope. Mit dem, jo, mit dem Moonsault, aber gegen Sabu, nicht gegen den am liegenden, nicht gegen den liegenden Rikishi. Auch von Pac war das gerade verdammt riskant, auf dem Top Rope zu stehen. Jetzt könnte Sabu fliegen. Pac ist on fire. Wir haben Dragon Kid, wir haben Matt Sydal, wir haben Pac und der eliminiert Sabu. Wahnsinn. Unfassbar. Wir kommen ohne Unterbrechung zu der nächsten Satz. Schönes Standing zu. Oh, ich kann nicht mehr springen. Standing Shooting Star Press von Matt Sydal. Jetzt probiert Pac Rikishi zu eliminieren. Wenn Rikishi raus ist, haben wir drei absolute Top-Highflyer hier. Und Rikishi jetzt in Gefahr. Pac hat gerade schon Sabu eliminiert. Schöner Dropkick von Dragon Kid gegen Sydal. Aber Rikishi, ich sag ja, das ist für mich einfach der Favorit. Der ist, den Brocken herauszuwerfen, ich wäre ein Cutter von Pac. Muss jetzt Matt Sydal dran glauben. Dragon Kid on the way. Nein, schafft er aber überhaupt nicht. Oh oh. Oh oh. Hört ihr das? Nein. Nein! Es ist Kane! Oh mein Gott! Und Battle Royale Sieger confirmed! Oh mein Gott! Motherfucking Kane! Und dann fliegt Kane einfach direkt raus? Rikishi und... Nein, das war Quatsch. Das war Quatsch. Holy shit! Motherfucking Kane in der Shotgun to the Top Battle Royale. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer ist Nummer 10? Jetzt noch die große Frage. Da kommt er! Nummer 10 ist... Das ist... Das ist... Kaktus? Ist das Kaktus? Wo ist er denn? Er kommt nicht. Es ist Kaktus Jack! Was zum Fick? Oh mein Gott, Dragon Kid ist eliminiert. Was ist jetzt los? Die letzten 5? Kane, Cactus Jack, Pac, Matt Sydal und Rikishi. Oh mein Gott. Und Matt Sydal in Gefahr. Kane, eliminiert er Matt Sydal? Ja, nein. Matt Sydal hält sie fest. Um Gottes Willen. Oh mein Gott, was ist... Das sind mal Überraschungen. Ladies and Gentlemen, that shortcut to the Top Battle Royale. Um Gott. Heilige Scheiße. So, Whip-In. Rikishi ist schon sehr lange im Match. Also ich meine wirklich sehr lange im Match. Kann Matt Sydal das Unmögliche schaffen und Rikishi eliminieren? Nein, Rikishi ist uneliminierbar. Aber vielleicht Kane. Cactus Jack probiert's. Mick fucking Foley als Cactus Jack schmuggelt sich hier in die Shortcut to the Top Battle Royale. Das gibt's doch gar nicht. Schöner Jab von Rikishi. Oh, klasse gekontert mit dem Backflip. Und da gibt es einen Enzugiri von Matt Sydal. Heilige Scheiße. So, was macht jetzt hier? Cactus Jack probiert Kane ja, die Schulter rauszureißen, gefühlt. Neville schnappt sich Pac. Das geht gar nicht, weil Pac ist Neville. Pac schnappt sich Matt Sydal natürlich.
Das ist so für mich so eine richtige Traumansetzung, Alter. Neville, Pack gegen Mazzarella. Holy shit. Aber Pack eventuell in Gefahr. Nein, ist er nicht. Wir haben drei WWE-Superstars. Und jetzt, wenn Rikishi mal wieder eliminiert, nur noch... Ah, ja. Nur noch einen einzigen Rage-Superstar und Rikishi. Ich hab's nicht gesagt, das ist für mich der Favorit. Rikishi hat schon drei Leute eliminiert. Pack verabschiedet sich. Matt Sydal gegen Cactus Jack. Gegen Rikishi. Mein Beileid, Matt. Mein Beileid. Wow! Was? Kane ist raus. Cactus Jack eliminiert Kane? What? Und Cactus Jack eliminiert Rikishi! Wir haben RH gegen WWE-Finale. Oh mein Gott. The Final Two. Cactus Jack eliminiert auf einmal alles. Wir haben WWE gegen RH im Finale. Besser hätte man es nicht worken können. Matt Sydal oder Cactus Jack? Was geht ab mit Cactus Jack? Matt Sydal würde wahrscheinlich den Upset dieser Shortcut to the Top Battle Royale machen, Alter. Wenn ihm das gelingen wird. Ansonsten ist es Cactus Jack, der hier sowas von regelt. Wahnsinn. Oh, 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 oh. Vorsicht, Matt. Der ist schon recht lange im Match. Schafft es tatsächlich Cactus Jack? Cactus Jack wird Shortcut to the Top Sieger! Unbelievable! Cactus Jack eliminiert einfach alle. Rikishi, Kane, Matt Sydal. Rikishi, Matt Sydal, Kane. Und das ist deswegen auch ein verdienter Sieg für Mick Foley als Cactus Jack. Und das ist wirklich ein huge victory. Krasse Geschichte. So, Ladies and Gentlemen, kann es einfach mal sein. Ganz trocken holt sich hier Cactus Jack den Sieg und damit einen Title Shot auf den Intercontinental Title von WWE, selbstverständlich. Matchzeit müssten knapp über 10 Minuten gewesen sein. Wir haben sie gerade nicht genau. Und es gibt ein Feuerwerk. Alles klar. 60 Karat spart an nichts. Es gibt ein Feuerwerk für Cactus Jack. Würde sagen, vollkommen, vollkommen klar. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ist geil, Ladies and Gentlemen. Herzlichen Glückwunsch, Cactus Jack.